Moin. Moin. Ich grüße dich. Wie geht's dir? Saisonstart, Vorbereitung noch in den Knochen oder ist das alles schon so ein bisschen erholt? Nee, ich glaube, das ist jetzt alles schon ein bisschen erholt. Wir hatten eine sehr lange Vorbereitung, auch eine sehr harte mit unserem Trainer Dusko Bonanovic, der ist dafür bekannt. Und ja, ich glaube, das war eine sehr gute Vorbereitung und das wird uns, glaube ich, auch am Ende der Saison vielleicht auch helfen, wo wir dann halt nochmal die kleinen Körner, die wenigen Körner nochmal rausholen können. Bei uns im Norden war er vor ein paar Jahren auch unterwegs, bei der HSG Norderstedt, Hennstedt, Ulzburg, NordHU. Ja, er ist ein total lieber Kerl, so habe ich ihn kennengelernt, aber auch ein harter Hund, oder? Wie ist er bei euch? Ja, auf jeden Fall. Also Dusko ist echt ein sehr, sehr cooler Trainer auch. Also er kann super gut mit den Spielern auch außerhalb des Feldes umgehen. Aber auf der anderen Seite ist er schon hart. Also das Training ist jetzt nicht leicht. Wir sind wirklich jeden Tag im Vollgas und ja, wie gesagt, ich glaube, im Endeffekt wird uns das helfen. Mit ihm habt ihr auch die Klasse gehalten. Wie eng war es in Dormagen letzte Saison? Weil war ja eine irre zweite Liga. Ja, das stimmt. Wir mussten, oder beziehungsweise Dusko ist zur Winterpause gekommen. Da war das halt so, dass wir mit 15 Punkten eigentlich unsere Saison und die Hälfte der Saison als Ziel auch erreicht haben. Klar hatten wir Spiele, wo wir hätten auf jeden Fall noch mehr Punkte holen können. Ja, und dann kam natürlich auch noch ein paar Spieler, die halt verletzt waren, wieder zurück. Das hat natürlich geholfen auch. Ich glaube dann am Ende, es war wirklich eigentlich fast, ich glaube zwei Spiele vorher oder drei Spiele vorher, war es noch super eng. Dann haben wir aber gegen Rimpa gewinnen können zu Hause und dann noch einen Punkt in Nordhorn holen können. Und das war dann sozusagen für uns der Klassenerhalt. Ich bin auch froh, dass wir das einen Spieltag vorher geschafft haben, weil nochmal zu Hause gegen die Vikings am letzten Spieltag, ein Derby, da weiß man nie. Und ja, deswegen sind wir total glücklich, dass wir es geschafft haben. Obwohl die schon abgestiegen waren, ja, beim Derby weiß man nie. Also das ist immer ganz, ganz schwer. Die Vikings hatten ja nichts mehr zu verlieren, also die konnten ganz frisch auftreten, aber ich glaube, wir haben es trotzdem gut gemacht. Wir haben dann später auch gewonnen und das war dann ein super Saisonabschluss. In der Zeit, im Frühjahr, haben wir auch unser erstes Podcast-Interview gegeben und seitdem ist ja unglaublich viel passiert. Das müssen wir gleich alles mal ein bisschen aufdröseln. Nicht nur im Abstiegskampf, aber ein Wort noch zur zweiten Liga. Letzte Saison gefühlt die halbe Liga gegen den Abstieg gespielt, weil auch 5 Absteiger dabei waren. Jetzt hat man ja das Gefühl, die Hälfte der Liga will aufsteigen und alle sagen das auch so offensiv. Wo positioniert sich Dormagen denn überall dazwischen, zwischen diesen ganzen Aufstiegsfavoriten und die nicht so ganz wissen, wo sie hin sollen? Ja, also wir haben uns ja letztes Jahr das Ziel gesetzt, ganz klar nicht abzusteigen. Das haben wir auch geschafft und dieses Jahr haben wir uns auch das Ziel gesetzt, halt noch höher in der Tabelle zu sein. Ich glaube, es ist immer gut, dass man sich halt auch höhere Ziele setzt. Wir wollen es natürlich nicht übertreiben. Wir wissen, wie stark diese Liga auch dieses Jahr ist. Und unser Ziel ist eigentlich so unter die Top 12 der Bundesliga zu kommen. Und da seid ihr ja auch auf gutem Wege dahin. Gleich mal erster Spieltag, erster Sieg mit 10 Toren gegen Aue. Das war zu Hause mal eine Ansage. Ja, das stimmt. Das haben wir echt gut gemacht. Wir waren alle heiß. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch gerade für das erste Spiel vor heimlicher Kulisse. Und ja, es war auch bis zur 40. Minute, glaube ich, offen. Wir hatten da ein Unentschieden und konnten dann in den letzten 20 Minuten mit einer Torkanone irgendwie das Spiel dann über die Bühne bringen. Und 10 Tore ist natürlich ein super Beginn. Dormagen ist Handballstadt. Dormagen ist handballverrückt, das weiß man auch aus der Historie. Du bist Kapitän dieser Mannschaft. Was sind da so noch für Ämter für dich zu tun? Was musst du machen? Achso, ja, als Kapitän versucht man halt die Mannschaft zu motivieren, zusammenzuhalten. Ich glaube, über die letzten Jahre sind wir immer über den Teamgeist gekommen, über das Mannschaftsgefüge. Und das ist auch immer noch so. Also wir sind eine sehr verschworene Truppe, die sehr gut miteinander klarkommt. Und wenn wir das auch noch auf die Platte bringen können, dann finde ich, sind wir schwer zu schlagen, weil wir einfach auch diese Emotionen mitbringen. Und ich glaube, das macht uns aus. Aber merkst du auch dadurch
eben aufgrund dieser Bedeutung des Vereins, dieser Geschichte, dass da jetzt wieder was in der Region auch geweckt wird, auch durch den Aufstieg dann in die zweite Liga? Ja, ich glaube schon. Also wie gesagt, Dormagen ist eine Handballstadt, auch über Jahre schon. Und ja, wir wollen einfach auch ein kleines bisschen dazu beitragen, dass das jetzt wieder so langsam ja, in die zweite Bundesliga mittelfristig und vielleicht auch langfristig dann auch in die erste Liga. Und ja, die Fans dort sind auch handballbegeistert in Dormagen. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich habe eben schon angesprochen, jede Menge Ereignisse. Da war nicht nur der Kampf um den Klassenerhalt, eine Vertragsverlängerung in Dormagen auch großes Thema gewesen. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Jetzt warst du in der Sommerpause auch unterwegs. Du hattest eigentlich gar keine Sommerpause. Du warst drüben in Peru bei den Pan American Games mit dem US-Team. Ja, also genau, mein Bruder wie auch ich waren jetzt bei den Pan American Games in Lima, Peru. Wir hatten also wenig Zeit mit der Mannschaft hier in Dormagen, weil wir sofort nach dem letzten Spieltag auch ein Vorbereitungsturnier hatten in Georgien. Dann hatten wir 2 Wochen Pause und sind dann sofort nach Brasilien erstmal. Da hatten wir eine Woche Vorbereitung mit der US-Nationalmannschaft, haben 2 Mal gegen Brasilien gespielt und sind dann nach Lima, hatten da das Turnier. Wir hatten leider eine sehr, sehr schwere Gruppe mit Argentinien, Chile, Kuba, haben aber dann, um halt ins Halbfinale zu kommen, musste man Dritter werden, tut mir leid, Zweiter werden, okay. Konnten gegen Kuba gewinnen und haben dann leider im Endspiel um die Platzierung ins Halbfinale leider gegen Chile verloren. Man muss auch sagen, Chile und Argentinien sind einfach eine Klasse im Moment zu hoch für die US-Nationalmannschaft. Und deswegen haben wir auch verdient, leider verloren gegen beide Mannschaften. Aber ich denke, dass die US-Mannschaft so langsam in Schwung kommt, langsam. Aber man merkt auf jeden Fall eine große Steigerung. Und ich hoffe, dass das jetzt über die Jahre sich weiterentwickeln kann. Neulich hier im Podcast schon mit der US-Nationaltorhüterin gesprochen, Sophie Fasold. Die hat so ein bisschen erzählt, wo der Frauenhandball in den USA steht. Also auch, dass es gekommen ist zumindest. Man denkt ja auch immer an die Olympischen Spiele. Ja, genau. Die dann Tokio nicht, aber dann Paris und vor allem zu Hause dann in Los Angeles ja stattfinden. Was ist bei den Männern? Wie ist da der Stand? Ist da was möglich? Ja, also wir haben jetzt, wenn ich jetzt genau überlege und es jetzt nicht falsch sage, haben wir, glaube ich, im Januar eine Qualifikation sogar für die Weltmeisterschaft. Mhm. 2021 in Ägypten. Und das ist halt die nächste Chance für uns, da vielleicht dann doch mit bei der Weltmeisterschaft zu sein. Aber unser großes Ziel ist natürlich dann auch 2028 in Los Angeles. Da bist du ja natürlich auch dabei dann als Handball-Nationalmannschaft, auch als Land, was die Olympischen Spiele... Ich bin dann 34. Also es ist noch möglich, ja. Das stimmt. Deswegen, man muss mal schauen, was die Zukunft sagt oder was die Zukunft bringt, wie es mit den Verletzungen sind. Das kann man halt nie im Voraus sehen. Aber für meinen Bruder und als auch für mich ist das ein Riesenziel. Heißt, man nennt dich auch Patrick, oder? Nicht Patrick. Man nennt mich Patrick, genau. Eine letzte Frage noch, nicht zu deiner Person, sondern einer, der in eurem Team auch ein bisschen am Aufstreben ist. Das ist einer der talentiertesten auf der Rückraumposition, die ich seit langem gesehen habe. Bei der U19-WM ist er MVP geworden, im Halbfinale, glaube ich, vielleicht sogar im Viertelfinale, wenn ich nicht lüge. Ja, Julian Köster. Ja, Julian Köster, richtig. Den sehe, da geht einem das Handballherz auf. Ja, der Julian Köster ist ein echt für sein Alter ein überragender Handballspieler. Der ist für seine Größe halt auch super schnell. Und er ist jetzt nicht unverdient auch bester Abwehrspieler der Weltmeisterschaft U19 geworden. Und, für Deutschland. Und ich glaube, wir haben mit ihm wieder einen super Nachwuchsspieler. Ja, das unterstreicht auch einfach wieder, wie gut unsere Jugendarbeit funktioniert. Dass wir auch immer wieder Jugendspieler aus der A-Jugend in die erste Mannschaft mit einbinden können. Und ich hoffe, dass Julian uns noch ein paar Jahre in Dormagen begleiten wird und mit uns spielen wird, weil er ist einfach ein super Junge, menschlich als auch sportlich. Leute, schaut euch den an. Das war zwar gerade ein harter Themenbruch von USA direkt zur U19 vor Deutschland, aber das musste nochmal sein. Also das ist wirklich ein irres Talent. Ja. Julian Köster vom TSV Bayer Dormagen. Patrick,
Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich auch.